So, hallo, diesmal ein Thema, das zu Beginn etwas verwirrend erscheint, und zwar Delegates. Ja, und Delegates sind für alle die, die aus der C++-Ecke kommen, typisierte Function Pointer. Also so wie Function Pointer, nur dass wir nicht genau wissen müssen, wie wir das aufrufen, mit welchen Parametern und was die Funktion liefert, sondern der Compiler das prüfen kann, also typisiert sind. Für all diejenigen, die jetzt genau gar nichts verstanden haben, weil sie nicht aus der C++-Ecke kommen, jetzt geht es um Delegates. Und Delegates sind nichts anderes als ein Datentyp sozusagen, der als Wert eine Funktion beinhaltet. Normale Variablen, normale Datentypen beinhalten einen Wert. Eine Variable von einem Delegate-Typ beinhaltet eine Funktion. Und die Funktion kann dann aufgerufen werden. Wozu das Ganze? Eine Möglichkeit ist, um Algorithmen zu verallgemeinern. Also wenn ich sehr ähnliche Algorithmen habe oder Algorithmen habe, die eigentlich das Gleiche machen, sich aber nur in kleine Details unterscheiden, dann kann man dieses Detail per Delegate lösen und dem Algorithmus so nur einmal schreiben und somit doppelten Code sparen. Eine andere Variante ist für Unit-Tests, um Sachen, die schwer zu testen sind, entsprechend zu mocken, also austauschfähig zu machen. Eine dritte Variante ist in der Oberflächenprogrammierung oder allgemein bei Ereignissen. Sobald man Event-Driven Development macht, also ereignisbasierte Programmierung oder Oberflächenprogrammierung, was ja auch das Thema ist mit den Ereignissen, dann braucht man Delegates, weil die Ereignisse per Delegates umgesetzt sind. Zu den einzelnen Themen, wenn ihr wollt, gibt es noch Videos oder kann es geben, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wollt. Dann werde ich versuchen, euch da noch mit entsprechenden Materialien zu versorgen. Okay, soweit zur Einführung. Was sind Delegates allgemein? Jetzt wollen wir uns ein paar ansehen. Delegates, es gibt ein paar fixfertige, wie bei den Datentypen. Man kann sich aber auch eigene machen, so ähnlich wie man sich auch eigene Datentypen machen kann. Und wir machen ein einfaches, aber hoffentlich durchaus eingängiges Beispiel. Angenommen, wir haben hier einen coolen Algorithmus. Hier ist unser Algo. Und dieser Algorithmus, der soll eigentlich, wenn wir in der Konsole sind, mittels Console-WriteLine etwas ausgeben. Also machen wir Folgendes. Ich habe in der Solution ja irgendwo einen Quicksort-Algorithmus zum Beispiel hier. Und den kopieren wir uns jetzt einfach mal. Das ist unser Quicksort. Ein kleiner Algorithmus zum Sortieren, und hier haben wir auch Testdaten. Zack, und dann nehmen wir hier noch die entsprechende Ausgabe. So, und dieser Quicksort, der hat hier zum Testen so entsprechende Ausgaben da. Schön, also mit Console-WriteLine. Gut, spricht ja grundsätzlich nichts dagegen, solange wir entsprechend in der Konsole sind. Was wäre jetzt, wenn wir allerdings nicht in die Konsole schreiben wollen, sondern eben zum Beispiel in eine Datei? Dann müssen wir was machen? Überall, wo Console-WriteLine steht, müssen wir entsprechend umprogrammieren und sagen, okay, will ich dort oder dort ausgeben? Will ich in die Konsole schreiben oder will ich in die Datei schreiben? Gut, das könnte man auch machen. Ja, das heißt, wenn ich es entscheiden will, möglichst einfach, dann mache ich noch eine Variable und ein entsprechendes if. Und das erweitert sich halt ständig, je nachdem, wo ich irgendwelche Ausgaben vielleicht machen möchte oder auch nicht. Besser in dem Fall ist es, ein Delegate zu machen. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir machen hier, also ConsoleWriteLine bekommt einen String. Schön. Und es liefert nichts. Gut, dann machen wir uns eine Methode. Static void liefert nichts. Log to console bekommt einen Text übergeben. Und der macht nichts anderes als ConsoleWriteLine mit dem entsprechenden Text. Jetzt können wir hier log to console machen. Wir können hier log to console machen. Und wir können natürlich auch hier oben log to console machen. Wir können einfach die Methode aufrufen. Der Vorteil jetzt wäre folgender. Gegenüber der ersten Implementierung, wollte ich jetzt in eine Datei loggen, dann bräuchte ich nur diese Methode umzuschreiben. Auch wenn sie nach wie vor Log2Console heißt, was nicht wirklich optimal wäre. Aber wir können auch Folgendes machen. Wir können sagen, okay, Log2File
String Text. Und jetzt machen wir folgendes: System.io, also in eine Datei, File, Append All Lines, in dem Pfad h:log.txt wollen wir reingeben einen neuen String Array, wobei wir diesen Text reingeben. Also wir wollen diesen Text einfach als neue Zeile anfügen. So, jetzt müsste ich sozusagen log to console oder log to File aufrufen, je nachdem. Also wenn wir es allgemein machen wollen und schöne Namen haben wollen, dann machen wir zum Beispiel folgendes. Wir machen static void log string text und hier entscheiden wir, was wir wirklich aufrufen. Ob wir log to console aufrufen wollen oder log to file, dann können wir überall einfach nur das log verwenden. Okay, was wir aber auch machen können, wir können jetzt eine Variable definieren. Und diese Variable beinhaltet dann entweder diese Funktion oder diese Funktion. Und je nachdem, was sie beinhaltet, wird in die Datei oder in die Konsole geloggt. Oder vielleicht sogar in beides, wenn man will. Also, wir brauchen einen Datentyp, der eine Funktion bekommen kann, die void, also nichts liefert, und einen Text bekommt. Das heißt, wir brauchen einen entsprechenden Datentyp. Dann gibt es Action und der bekommt einen String und die heißt jetzt LogMethod. Und das Action hier, das ist ein Delegate. Man kann hier auch reinschauen, ja, mit F12 dann hier Public Delegate Void Action. Das vergessen wir mal. Hier kommt ein Datentyp rein und das wird dann übergeben. Also eine Methode, die nichts liefert und einen Parameter erhält. Das ist die Action Delegate. Ich könnte auch sagen, die erhält keinen Parameter, dann gebe ich einfach das in den Spitzenklammern weg. Oder ich kann sagen, einen String und einen Int. Sie liefert aber nach wie vor Void. Also, diese Log-Method, die kann ich jetzt setzen. Ich kann jetzt sagen, okay, Log-Method, die sollte noch statisch sein, da auch die Methoden statisch sind. So, Log-Method ist gleich Log-to-Console. Strichpunkt. Und jetzt rufe ich überall die Log-Method auf und nicht mehr die konkrete Methode. So, das ist eine Variable von diesem Delegate-Typ. Diesen Delegate, also dieser Variable, weise ich die Methode zu. Vorsicht, die Methode wird nicht aufgerufen, also sind hier keine runden Klammern da. Die runden Klammern würden den Methodenaufruf bedeuten. Ich will nur die Methode zuweisen. Und jetzt kann ich diese Methode LogMethod verwenden und mit einem String-Parameter aufrufen, das sagt der Delegate hier, und dann wird diese Methode, die hinter der Variable steckt, aufgerufen. Das heißt, in Wahrheit wird aufgerufen LogToConsole. Und was ich jetzt machen kann, wenn ich könnte hier genauso aufrufen, LogToFile, dann wird die LogToFile-Methode aufgerufen und ich brauche hier nichts ändern. Ich kann mich on the fly entscheiden, was ich machen will. Also ein Delegate, schlussendlich, ist eine Variable, die eine Methode beinhaltet. Und das Delegate beschreibt den Rückgabetyp und die Parameterliste, also die Methodensignatur. Was liefert die Methode oder was muss sie liefern und was bekommt sie? Welche Typen bekommt sie in welcher Reihenfolge? Das beschreibt das Delegate. Und dann kann ich mir Variablen davon anlegen und jede Methode zuweisen, die dieser Signatur entspricht. So, soweit zum ersten kurzen Intro zu Delegates. Wir machen noch Beispiele. Die kann man sehen, was hat es mit Action auf sich und Func und etc. Da gibt es mehrere verschiedene. Man kann auch eigene definieren. Ja, und mehr sehen wir dann im nächsten Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.